suche Arbeit. Bist du Boxer? Wenn du willst, kannst du hier trainieren. Kostenfrei. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Tag. Tag. Wir müssen Chris heute mal ein bisschen aufmuntern. Hilft nichts. Ja. Was trinken Vampire gern? Dracula. Dracula, ich hab jetzt ein Radloch. Nee, das war, der Witz ging anders. Was ist gelb und filmt von oben? Gelb und filmt von oben? Weiß nicht, die Biene Maya? Eine Zitrone, so. Hä? Was ist gelb und filmt von oben? Eine Zitrone. Wieso filmt die von oben? Eine Drohne, ja, eine Zitrone. Ach so, du hast das T aber so hart ausgesprochen. Okay. Aber hier gibt es nicht nur Witze am laufenden Band, Schenkelklopfer durchgängig, sondern auch, wir reden ein bisschen über Filme. Und wir hatten tatsächlich ja seit langer Zeit mal wieder eine Sneak Preview. Die erste echte Sneak Preview seit Corona, seit dem Lockdown, seitdem die Kinos zumachen mussten. Und wie lief das eigentlich so ab? Wir mussten uns vorher registrieren mit Namen. Und dann saßen wir alle sehr stark verteilt im Kino, würde ich sagen. Also quasi in jeder Reihe waren mehrere Plätze frei zwischen den Einzelnen, die so zu maximal zwei Haushalten gehören, glaube ich, oder so. Ja. So vier, fünf Plätze waren da mal zwischendrin frei. Und es war auch so, dass man jetzt nicht jemanden direkt vor sich hatte, den man da ins Genick niest oder hustet oder sowas. Ja. Denn man durfte am Platz nämlich seine Maske ausziehen. Und fand ich eigentlich an sich ganz angenehm. Ist natürlich fürs Kino schlecht, weil da können sie weniger Karten verkaufen. Jein, weil Kino hat schon reagiert, weil es war so viel Zulauf für die erste Sneak, die war ja quasi ausverkauft, auch aufgrund der Plätze. Deswegen haben wir am Montag um 20:45 noch eine andere Vorstellung. Auch, also gleicher Film, aber anderer Saal. Ah, okay. Also könnte man eigentlich die andere Vorstellung buchen und dann mal gucken, was da kommt und falls was kommt. Nee, kommt doch das Gleiche. Naja, meine ich ja. Erstmal bei dem einen gucken, was kommt und dann weiß man es ja schon oder falls man da eine Nachricht kriegt und ansonsten, naja, egal. Wir gehen ja in die Sneak Preview und da hatten wir den Film Gypsy Queen. Der wurde ja auch getippt und da hatte ich auch schon fast angenommen, dass der kommt, weil der sehr naheliegend war. Der Tipp war ja irgendwie vom Schwamm zum Boxhandschuh oder so ähnlich. Denn in diesem Film vom Regisseur Hüseyin Tabak spielt Alina Joana Serban eine Frau, eine Mutter, die sich so durchs Leben schlägt. Sie wurde, das erfährt man jetzt nicht ganz so genau, sie hat sich irgendwie mit ihrem Mann ziemlich verkracht gehabt und verlässt ihn dann und kommt wieder zurück zu ihrem Vater zurück. Die sind so eine Roma-Familie, die sind dann so im Trailerpark und da wird sie aber auch mehr oder weniger verstoßen fast, also sie soll sich da nicht mehr blicken lassen und sie steht dann mit ihren Kindern dann irgendwie so allein und begibt sich dann nach Hamburg und zieht erstmal in eine WG mit einer anderen Frau, die sie da aufnimmt, die glaube Musical-Tänzerin ist oder sowas und schlägt sich da so durch mit so Gelegenheitsjobs, Putzjobs, deswegen auch vom Schwamm zum Boxhandschuh. Und wir erfahren aber auch, dass sie früher mal geboxt hat. Sie wurde da Gypsy Queen genannt, als sie in jüngeren Jahren bei den, weiß nicht, Juniorenmeisterschaften oder sowas Europameisterin auch geworden ist. Aber das hat sie schon längst an den Nagel gehangen gehabt, denn ihr Vater war auch der Trainer und der hat sie ja verstoßen und da hat sie nichts mehr gemacht seitdem. Und als sie eines Tages den einen Job in dem Hotel verliert, den sie so halbwegs regelmäßig gemacht hatte, steht sie so ein bisschen ohne alles da und geht in so eine Kneipe auf St. Pauli auf der Reeperbahn, die Ritze, und fragt dort, ob sie irgendwie helfen kann, aufräumen. So kriegt sie so einen kleinen Job, soll sie erstmal unten, da haben die so einen Boxring und da soll sie ein bisschen die Gläser aufräumen und hochbringen zum Spülen und so.
Und ja, so schlägt sie sich halt durch. Und in diesem Boxring haben die so eine Aktion in der, na nicht Halbzeitpause, aber wenn gerade keine großen Kämpfe sind, haben sie so einen Typ in so einem Affenkostüm, der hauptsächlich gegen Touristen, die da auf der Reeperbahn sind oder irgendwelche Junggesellenabschiede oder so, die dann anbieten, gegen diesen Affen mal zu kämpfen. Und so ein Showkampf quasi. Und als eines Tages der Typ, der das gemacht hat in diesem Affenkostüm, das nicht mehr machen will, streift sie sich das über und schlägt sich da ganz gut. Und darauf wird dann auch so ein Boxpromoter auf sie aufmerksam. Und ja, viel mehr will ich da auch mal nicht verraten. Es ist halt eher so dieses, wie schafft sie es überhaupt, ihre Familie irgendwie durchzubringen und mit diesen Gelegenheitsjobs und irgendwie Geld sammeln in irgendeinem Schuhkarton. Und ja, wie fand man das so, die erste Sneak nach längerer Zeit? Also ich fand es ganz okay. Ich hätte es nicht gedacht. Das anfangs kam ich ein bisschen schwer rein, aber ich habe dann irgendwann so eine gewisse Grundsympathie für Ali entwickelt und auch einfach diese Gesamtsituation, in der sie sich befindet, sich da wirklich durchs Leben durchzuschlagen und alles und ohne alles da quasi eine Existenz aufzubauen. Und das fand ich relativ spannend eigentlich auch zu sehen und auch, dass man seine eigentliche Leidenschaft, die man hat oder mit der man auch dahinter steht und ganz viel immer damit zu tun hat, dass man das dann auch nicht vergisst, egal wie viel Zeit dazwischen liegt. Und ich fand es super, dass es nicht so linear immer bei ihr geklappt hat, sondern auch immer wieder irgendwelche Rückschläge oder irgendwas anderes dazwischen immer kam. Was mich etwas überrascht hat, war, wie unfassbar schnell das Jugendamt reagiert. Das fand ich ein bisschen seltsam. Aber ansonsten hat es mir eigentlich relativ gut gefallen. Also besser als befürchtet, sagen wir es mal so. Kate, war es bei dir genauso? Ja, ging mir genauso. Also ich fand den Film, am Anfang habe ich gedacht, oh Gott. Und wie der Chris schon sagt, man hat dann irgendwann so ein bisschen ein Gefühl für die Hauptdarstellerin bekommen. Und spätestens als dann Tobias Moretti auftauchte, war ich eigentlich ziemlich glücklich, weil ich den Schauspieler sehr mag, auch wenn er da eine sehr abgefuckte Rolle spielt. Ich weiß nicht, ich bin doch schneller warm geworden mit dem Film, als ich dachte. Ich fand ihn streckenweise einen Ticken zu lang, also ein bisschen zu viel erzählt. Aber ich glaube, das hat einfach zu ihrer Geschichte gehört. Und ja. Am Ende waren mir ein paar Sachen ein bisschen zu offen, aber ansonsten. Naja, fand ich das ein ganz guter Sneak-Film. Ja, ich weiß nicht, ich habe mich auch sehr schwer getan, weil die schauspielerische Leistung von den meisten Personen war doch eher so, naja, amateurhaft. Ja, komm, also Tobias Moretti war doch mega witzig. Der war gut, ja, das war einer der, also den kenne ich ja aus Bad Banks, da hat er ja irgendwie so völlig andere Rolle gespielt. der war super, ja, und manche andere auch, aber gerade die Hauptdarstellung wurde wahrscheinlich danach gecastet, dass sie boxen kann und nicht, dass sie schauspielern kann. Und ganz schlimm ihre Mitbewohnerin. Oh, furchtbar. Ja, die war furchtbar. Bis die mal in die Kamera gestiert hat und da ihre Texte irgendwie so richtig abgelesen irgendwie. Oh, hey. Ja, also ich sag mal so, Sneak an sich war schön, dass es mal wieder eine Sneak war. Der Film war jetzt, ist definitiv nicht für jeden gedacht, der Film. Und hätte mit Sicherheit auch. Ich fand aber die Boxing-Szenen fand ich ganz gut. Ja, waren erstaunlich gut gedreht, ne, für so eine kleine Produktion. Ne? Also deswegen, das fand ich erstaunlich. Ich fand aber, da der Endgegner sozusagen, fand ich mega gruselig. Darf ich das so sagen? Ja, kam ein Kommentar von links neben mir, kam ein Kommentar, wie war das? Eine ostdeutsche Kugelstoßerin oder? Genau, DDR-Kugelstoßerin. Waren schon einige Anleihen drin an Rocky. Also ich mag ja Boxen an sich überhaupt nicht. Ich kann mit Boxen an sich, mit der Sportart nichts, aber auch gar nichts anfangen. Selbst dafür feierst du aber die Filme ganz oft. Genau, selbst damals, als es alle geguckt haben, konnte ich damit null Niente Nada anfangen. Aber ich mag Boxfilme an sich sehr gerne, wenn die gut aufgebaut sind, wie Rocky oder sowas oder auch hier Warrior oder wie immer wie es hieß mit Tom Hardy. Und ja, das mag ich, wenn das so auch Million Dollar Baby mit Clint Eastwood,
Also im Film kann ich das gucken, weil ich da weiß, okay, das ist jetzt nicht echt oder so. Wenn ich aber weiß, die hauen sich da in echt irgendwie die Mütze ein, dann nee, nicht mein Fall. Aber gut, ich fand, der Film hat sehr, sehr viele Anleihen auch so an Rocky gemacht, so gerade so Szenen, wenn sie sich dann hochtrainiert und so, was halt ein bisschen cheesy war, also in dem Moment, wenn sie da durch Hamburg läuft mit ihrem Hoodie und so. Aber an sich ganz nett, aber ich hätte mir gewünscht, dass da wirklich auch, ja, stellenweise das Skript doch noch ein bisschen besser ist. Er war zu zerfasert und dann hier und das und jenes und mit ihren Kindern noch und das. Und eine schöne Underdog-Story, wirklich so keep it simple, also mach's einfach, ne? Warum zu viel Schlenker machen? Hätte eigentlich auch ausgereicht, was, dass sie Roma ist und sich da irgendwie so durchschlägt und irgendwie, und dann kriegt sie da das Angebot über Umwege, und es hätte es eigentlich auch getan, nicht zu viel, aber gut, ist halt so der Film, so war es halt gedacht. Ja, also von mir aus hätte das mit den, die Storyline mit den Kindern auch draußen bleiben können. Klar, das hat ihr nochmal ein bisschen mehr Herz verliehen, und Gründe, warum sie so kämpft und so tut, ja, also sich so durchschlägt, aber ich glaube, der Film hätte auch ohne die Kids funktioniert. Der Film hätte auch ohne die Mitbewohnerin komplett funktioniert. Korrekt. Ja. Oder dann mit einer besseren Mitbewohnerin. Doch. Also ohne die Mitbewohnerin, weil die Mitbewohnerin hat ja manchmal auf die Kinder aufgepasst, ja. Ja, und deswegen, als sie die Kinder aufgepasst hat, ist ja dann noch was ins Rollen gekommen, deswegen. Ja, aber nicht aufgepasst hat. Ja, gut. Also an dem Film hätte man schon einiges besser machen können. Für die Sneak war es ganz okay. Ich gebe dem Film 6 von 10 Punkten. Was gebt ihr so, Kate? Ich gebe ihm 7. Ich darf das mal hier eintragen bei dir. Ja, selbstverständlich. Okay. Und Chris? Ich habe ihm 6 Punkte gegeben. Okay. Wie lautet denn, jetzt kann man das wieder machen, wie lautet denn der Tipp für nächste Woche? Der Tipp für die Sneak Nummer 1045 am 15.06.2020 ist Welcome to London. Ah, Welcome, okay, hatte ich gar nicht gelesen. Ich habe nur London gelesen. Und, ist da schon was eingegangen? 1 mindestens, ne? Ganz genau ein Tipp von dir. Und ja, zwar dann Blue Story mit dem Vermerk, Achtung, Kinostarverleih. Ist von dem, wie heißt der, Rap Game oder so gedreht. Hier dieser Rapper, der da gerade ziemlich abgeht. Wenn ein Rapper einen Film dreht, ist schon ein bisschen Vorsicht geboten. der spielt halt in London, der Film, und da geht es halt auch wirklich so um einige Verwicklungen mit Stadtteilen und wo einer nicht mehr hingehen darf in einen anderen Stadtteil und so. Wirkt alles so ein bisschen wie, was weiß ich, USA 80er Jahre irgendwie, East Coast, West Coast oder manche, was weiß ich, Bronx und Harlem oder keine Ahnung. Keine Ahnung, wie die das umsetzen wollen, dass es jetzt in London spielen soll, glaubwürdig. Den Trailer, fand ich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt noch okay, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt dachte ich nur, ach komm ey, Leute. na gut, schauen wir mal, was uns da erwartet. Kinostar hat ja jetzt nicht die größten Perlen im Sortiment. Aber sie hatten auch schon mal Perlen, deswegen. Ja? Ja. Ich habe jetzt Helden vom die Helden vom Polarkreis. Ja, okay. Der war sehr, sehr schön. Wahrscheinlich die Ausnahme, auch, die Regel bestätigt. Ja, der Liverpool Goalie war auch gut. Okay. Na, warten wir mal ab. Vielleicht gehen ja noch andere Tipps ein. Vielleicht gibt es ja noch mehr, was irgendwie mit London zu tun hat. Bin ich mal gespannt. Oh, ich sehe gerade, Chris, wir haben hier denselben Film geschaut. Ja, den hattest du ja letzte Woche schon. Möchtest du den vorstellen? Oh, wir haben, glaube ich, zweimal denselben Film geschaut. Tatsächlich, ja. Oh, ist ja. Sachen gibt's, ne? Ja, ich bin vorbereitet. Ich gehe vorbereitet meistens in solche Sendungen. Ich habe Blinded by the Light letztes Woche schon geschaut. Und den hast du damals gesagt, den möchtest du auch unbedingt noch sehen. Deswegen hab ich gestern geguckt. Was gibt's denn da zu so lachen? Früh? Nee, der kam da gestern gerade. Ach ja, den wolltest du ja auch noch gucken. Und da habe ich den. Naja, genau. Also, Blinded by the Light läuft aktuell bei Sky. Und wir sind in England in dem schönen Jahr 1987. Da waren manche von uns hier im Podcast noch gar nicht auf der Welt. Und ein Teenager
fängt an, gegen seine Eltern und sein Leben mehr oder weniger zu rebellieren. Er ist Pakistani, glaube ich, kann das sein? Ja. Kommt das hin? Ja. Er fängt an durch Musik. Er kommt zu Musik, zu einem völlig neuen Lebensstil. Und er wird hauptsächlich inspiriert von der Musik von Bruce Springsteen. Es erzählt wirklich halt die Geschichte von einem, wie man dann im Nachklapp erfährt, von einem Superfan, der sein Leben umkrempelt, der einfach raus möchte, auch aus dieser typischen Pakistani-Welt in England, wo halt auch dieses Auswanderer- oder Einwandererproblem eher ist, oder ein Problem ist, die Einwanderung, um Gottes Willen. wie war das mit vorbereitet sein? Ne? Möchte da dagegen ankämpfen und einfach auch, ja, er erkennt, es ist vielleicht nicht alles so richtig, was mein Vater für mich vorlebt und was er macht und was passt für mich vielleicht auch nicht. Wird die ganze Zeit begleitet durch Songs von Bruce Springsteen und der Film hat eigentlich zu Beginn schon relativ coole Mucke aus den 80er Jahren, aber wird halt dann natürlich durch die Songs von Bruce Springsteen mehr oder weniger getragen. Story ist dann, ja, er lernt ein Mädel kennen, hat einen besten Kumpel, der ist allerdings Popper, dem entfernt das sich dann zwischendurch, aber wahre Freundschaft bleibt. Mit dem Mädel ist natürlich auch toll. Die Familienprobleme bis hin zur Hochzeit oder zur gestellten Hochzeit und was weiß ich was alles. Also so ein breiter Rundumschlag für Ende der 80er Jahre, was die Pakistanis angeht in England und halt eben die neue Kulturrichtung, die da durch Bruce Springsteen reinkam. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Naja, das war ja keine neue Richtung. Da war ja eigentlich damals schon irgendwie so ein bisschen out eigentlich. Also eine für ihn neue Richtung. Ja, für ihn, ja, genau. Ja, nee, ansonsten hat es da eigentlich schon alles zusammengefasst. Also er will dann irgendwo noch woanders studieren gehen, was natürlich sein Papa nicht so toll findet. Er ist eher so in dem Schreiben. Er schreibt gerne Sachen. Er schreibt Gedichte, wo er dann auch seine Freundin damit begeistert und schreibt auch für seinen besten Kumpel, der da auch, ich würde nicht sagen, dass es ein Popper ist, sondern würde eher sagen, der ist so in diesem ganzen New Wave Game, also weil der auch Synthesizer und so, ging es ja da bei ihm als Thema. Deswegen, für den schreibt er auch so ein paar Songtexte und ja, kriegt dann auch so ein Angebot über seine Literaturlehrerin, dass er auch mal für so eine Zeitung was schreiben kann und ja, und er nimmt sich da eben das Thema, was ihn am meisten bewegt, eben Bruce Springsteen und wie man als junger Mensch Fan von was sein kann, was eigentlich schon out ist, was eher so die Eltern hören. Ja. Ja, also wie gesagt, und für mich eigentlich ein, ja, ich will es nicht sagen, ganz goldiger Film, aber er war ganz okay. Er kommt jetzt zu keinstem Moment an Yesterday oder sowas ran. Das einfach vom ganzen Charme des Films schon her gar nicht. Es ist sicherlich kein Film, der voll daneben langt, aber es ist jetzt auch kein so absolutes Meisterwerk. Ja, die Musik muss man vielleicht mögen oder auch mit der mehr anfangen können oder halt da sich vielleicht auch besser in die Rolle reinzuversetzen oder in die Situation reinzuversetzen. Und da hatte ich eben die Probleme, weil dazu haben mich die Darsteller dann zu wenig abgeholt, was das angeht. Also schon sympathisch, aber eben nicht dieses, okay, mit dem fühle ich mit und okay, das glaube ich dem und okay, ja, das passt. Also mir hat so ein bisschen die Glaubwürdigkeit gefehlt und wie manches auch lief, fand ich ein bisschen seltsam. Ich fand, der Film macht einiges richtig, aber auch einiges falsch. Das war halt irgendwie so, das Gefühl kommt irgendwie ganz gut rüber. Auch so dieses bisschen mit Augenzwinkern, ja, wie damals so, was weiß ich, Frisuren waren oder Klamotten oder auch so mit diese ganze Identifikation mit irgendwas. Was ich aber sehr schön dargestellt fand, auch war dieses, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, aber wahrscheinlich doch, wenn man irgendwie in jüngeren Jahren irgendwie so bestimmte Musik für sich entdeckt und dann auf einmal spricht quasi die Musik zu einem und trifft irgendwie so genau gefühlt so diese Lebenssituation, in der man gerade ist, wo man denkt, boah, ist eigentlich genau das, was
das ist jetzt genau die Musik, die jetzt für meine Lebenssituation irgendwie, und das hat er ja in diesem Film. Und bei mir war es dann halt irgendwie, das war mir irgendwie zu viel Bruce Springsteen bei ihm. So, das war ja nur noch, das war ein richtiges, dermaßen Groupie-mäßiges, das war ja nur noch Bruce Springsteen hier und da und anziehen wie Bruce Springsteen und so. Das war mir schon fast zu übertrieben, wenn das natürlich in der Realität so war, und das basiert ja offensichtlich auf einer realen Geschichte, dann ja, mag das wahrscheinlich so sein, aber es war mir halt irgendwie dann doch etwas zu viel. Auch so Musik, was ich ganz schlimm fand, war dann so die Szenen, wenn irgendwas passiert und dann fangen die plötzlich an zu singen, also diese musical-artigen Szenen, weißt du, wenn die dann plötzlich so sich gegenseitig... Ja, ich glaube, das war wieder so ein bisschen dem Indischen auch geschuldet. Und das da so ein bisschen mit reinzubringen. Ach, du bringst Indien und Pakistan zusammen, ja? Die beiden können sich gut leiden. Oh Gott, nein. Ah. Ja. Ah, ich weiß, was du meinst, so dieser Bollywood-Teil dann, wo plötzlich alle... Ja, hätte charmant werden können. Ach, die ganze Liebesgeschichte war so ein bisschen cheesy und ach, das... Der war auch... Hatte so viele nette Szenen drin, aber... waren wieder so viele Szenen drin, wo ich dachte, oh nee, eigentlich nicht so. Ja. Und genau das meine ich ja. So, ja. Vielleicht hätte da noch ein bisschen mehr, auch so aus anderen Strömungen, wenn man schon das so ein bisschen beleuchtet, was weiß ich, was sein Kumpel da vielleicht so für Musik macht. Wenn man einfach mal so ein bisschen aufblitzen lassen hätte, okay, das ist eigentlich das, was damals so der normale Mainstream gehört hat oder gemacht hat. Und er ist halt wirklich so voll abgefahren auf diesen Bruce Springsteen. Aber es war dann schon, hat eine schöne Wendung genommen und am Schluss dann fand ich auch sehr schön, wie es dann aufgelöst wurde und so. Ah, ist jetzt ein Film, der tut definitiv nicht weh und macht schon Spaß zu schauen. Wie gesagt, wenn man über diese paar Szenen wegsehen kann, wo man denkt, ach je, oh je. Ja. Ansonsten, ja, Bruce Springsteen, weiß nicht, warst du da jemals so auf Bruce Springsteen-Trip irgendwie? Oder? Ne, auf dem Trip Kate nicht. Also oder? Ich respektiere ihn und seine Musik sehr. Das mal ganz definitiv. Aber ja. Ja, ich finde es bloß immer ein bisschen schade, dass er sich auch so, Bruce Springsteen sich so hat vereinnahmen lassen von US-Republikanern. Weil eigentlich das, was er in der Musik aussagt, ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die da in Politik machen. Und deswegen bin ich da sehr zwiegespalten, was das angeht. Also musikmäßig damals ganz okay gewesen, ziemliche Ohrwürmer und so, aber ja, ich wusste gar nicht, dass Blinded by the Light von ihm ist. Ich dachte immer, das ist von diesem Michael Mann oder wie der hieß, Michael Mann. Da gab es ja dieses bekannte Blinded by the Light, ja. Ja. Manfred Mann? Manfred, ah ja, genau, Manfred Mann's Earth Band. Manfred, Manne. Manfred. Ich gebe dem Film 6,5 von 10. Achso, habe ich noch gar nicht eingetragen hier. 6,5. Ich gebe ihm auch wieder 6 von 10. Mhm. Weil tut keinem weh, wie du es gesagt hast. Ja. War auch schön, diese politischen Strömungen der Zeit und auch so die Person der Nachbarschaft, wie das so beleuchtet wurde. Und ja, ganz cool. Also kann man durchaus mal gucken. Vielleicht gibt es das auch schon auf Streaming-Services zum Schauen, wenn es jetzt auf Sky läuft. Und jetzt stellt uns die Kate einen Film vor. Von dem ich damals den Trailer gesehen hatte und hatte ich auch den Kids gezeigt und die fanden den nicht gut, deswegen wollten die da nicht ins Kino rein, wo der lief. Okay. Bin mal gespannt. Also ich muss sagen, also für Kinder ist auf jeden Fall was. Es geht um den Film Everest. Ein Yeti will hoch hinaus. Wir lernen ganz am Anfang gleich einen Yeti kennen. Einen kleinen Yeti, der aus einem Versuchslabor entflieht und sich auf einem Dach versteckt. Und das ist das Dach des Teenager-Mädchens Yi, die gerade ein bisschen zu kämpfen hat, weil ihr Vater ist gestorben. Und jetzt kämpft sie sich so ein bisschen durch ihre Trauer hindurch und kapselt sich so ein bisschen ab und will auch von ihrer Mama und ihrer Oma nicht so wirklich was wissen. Und es sind Sommerferien und sie geht dann morgens immer aus dem Haus und sie will Geld sammeln, um auf eine Reise zu gehen, mit der sie immer mit ihrem Papa gehen wollte. Und eines Tages hört sie Geräusche auf ihrem Dach und klettert dann hoch aufs Dach, wo sie auch so ein kleines Geheimversteck hat. Und
trifft da auf diesen besagten Yeti, der sich dort versteckt und der gar nicht so furchteinflößend ist, wie man denkt am Anfang, denn er ist ein armer kleiner Yeti, der eigentlich nur nach Hause will und sein Zuhause ist nun mal der Mount Everest im Himalaya. Und deswegen will sie ihm helfen, dort wieder zurückzukommen. Es kommen dann noch zwei aus ihrem Haus dazu, der junge Peng und sein Cousin Jin werden da noch mit reingezogen in das Ganze. Aber der Weg ist nicht ganz einfach, ihn wieder nach Hause zu bringen, denn die Leute, die ihn ja eingefangen hatten und in dem Versuchslabor hatten, wollen ihn ja wieder zurück. Das heißt, sie werden von denen auch noch gejagt. Wie das Ganze ausgeht, erzähle ich natürlich nicht. Es ist rundrum eigentlich eine ganz, ganz süße Geschichte. Ja, wahrscheinlich eher was für Kinder, aber von den Effekten, von der Aufmachung des ganzen Filmes ist er sehr, sehr schön auch für Erwachsene anzusehen. Die Story gut ist an einer Hand abzuzählen, man kann sich denken, wie es ausgeht und so. Aber es ist wirklich ein gut gemachter Film. Also für einen Animationsfilm sowieso. Spielt mit tollen Effekten. Der gute Yeti, den sie dann übrigens Everest nennen, hat auch ein paar kleine Geheimfähigkeiten und kann so ein bisschen die Natur beeinflussen. Das kommt öfter im Film vor und auch relativ am Anfang schon. Das ist eigentlich echt knuffig gemacht. Also mir hat er ganz gut gefallen. Ich glaube, ich bin einfach zu alt, um mich total da drin zu verlieben in den Film. Aber er tut definitiv nicht weh und man kann ihn wunderbar mit der Familie, denke ich mal, anschauen. Haben heute nur so Filme, die nicht wehtun, glaube ich. Ja. Aber Chris hat ihn ja auch gesehen, jetzt bin ich gespannt. Ja. Der Chris hat ihn auch gesehen, ja. Und er muss sagen, also, es klingt jetzt fürchterlich gemein, aber es ist ein ziemlicher 0815 Kinderfilm. Story ist komplett vorhersehbar. Du kannst eigentlich eine Schablone auflegen für so ein Kinderfilm. Die Animation ist okay, dass der Yeti mehr rumkommt wie ein sehr großer Hund, der eigentlich halt, wie gesagt, noch eine gewisse Fähigkeit, eine Zauberfähigkeit besitzt. Okay, gehört wohl dazu. Die ganze Drumherum-Geschichte passt einfach auch in dieses typische Klischee-Bildchen rein von einem Kinderfilm, der keinem wehtut, der ganz ordentlich animiert ist. Aber das ist jetzt gemein. Vielleicht wirklich gemein, aber der zu keinem Zeitpunkt an die Pixar-Filme rankommt. Ja. Tja, DreamWorks, ne? Die Drachenzähmen leicht gemacht und sowas. Da war ja der Drache auch immer so hundartig, ne? Also die Drachen bei Drachenzähmen leicht gemacht haben ja auch so das Verhalten eher so von einem Hündchen. Hier wahrscheinlich dann auch der Yeti, wenn du so sagst. Ne? Ja, bei ihm ist halt das, also das findet man auch während dem Film raus, das finden die Kinder raus. Er ist noch ein ganz junger Yeti, er ist quasi noch ein Kind. Ja, und deswegen ist er natürlich auch noch verspielt und versucht Sachen aus und macht Blödsinn, weil er halt noch ein Kind ist. Ja, aber, es ist einfach von der ganzen, das ist so eine typische Klischee-Geschichte. Also das, wo kann man den denn gucken? Läuft der gerade auf Sky oder so? Kann man auf Sky gucken, ja. Der ist auch nicht zu lang geraten. Er hat 97 Minuten, das ist auch okay. Ja, es ist okay. Nur halt der deutsche Titel ist halt komplett Banane. Also ein Yeti will hoch hinaus. nein, er will einfach nach Hause. Ja gut, mit Everest alleine, da gab es ja auch schon diverse Filme hier. Ja, aber im Original heißt er Abominable. Abominable. Okay. Ja. Also, ein Yeti will hoch hinaus. Ja, deutsche Titel haben wir uns, glaube ich, schon. Da können wir uns dran abarbeiten. Ja. Wie sieht es denn punktemäßig aus? Ja? Genau, also ich gebe ihm 7 Punkte. Ich gebe ihm mehr Punkte, als der VfB dieses Jahr auswärts geholt hat. Ich gebe ihm 5. Okay. So, dann haben wir ja noch einen. The Informer. Irgendwo höre ich mich doppelt. Ja. Weiß nicht, ob da irgendjemand. Mir kann es nicht sein. Irgendjemand seinen Lautsprecher ganz laut hat. The Informer, den hatte ich schon vor längerer Zeit mal aufgenommen gehabt. Ist ein Film von Andrea Di Stefano aus Rom. Der hat zuletzt hauptsächlich eher einen Film mitgespielt, zum Beispiel bei Eat, Pray, Love oder so oder bei Life of Pi. Ist jetzt sein zweiter Film, den er gedreht hat als Regisseur. Der vorhergehende war Escobar, Doppelpunkt Paradise Lost. Den gibt es, glaube ich, auf Netflix zum Gucken gerade.
Und ja, The Informer handelt davon, dass Joel Kinnaman, den wir kennenlernen, der relativ vor kurzer Zeit erst aus dem Knast rausgekommen ist und momentan noch Bewährung hat, vom FBI aber engagiert wird, um da ein bisschen was aufzudecken. Quasi haben die wahrscheinlich seine Strafe da ein bisschen reduziert. Im Gegenzug muss er denen aber was helfen. Und das geht aber alles ein bisschen schief bei dieser Aktion. Bei dieser Aktion kommt ein Polizist zu Tode und die polnische Mafia, die er eigentlich infiltrieren sollte, der Joel Kinnaman, wie heißt der eigentlich? Pete Coslow heißt er im Film. Der, ja, die polnische Mafia weiß das natürlich nicht, dass er undercover arbeitet, sonst hätten sie ihn schon längst hingeärmelt, sondern die treten dann an ihn ran, sagen, ey, hör ich mal zu, hier bei der Aktion, ja, Polizist zu Tode gekommen, ja, du warst es zwar nicht, aber der andere Typ, also der, den brauchen wir noch und du bist uns was schuldig hier, du gehst quasi dafür wieder in den Knast und wir kümmern uns, oder besser gesagt, wenn du das machst, dann tun wir deiner Frau und deinem Kind nichts, so nach dem Motto, also nicht, wir kümmern uns, dass denen gut geht, sondern wir tun denen nichts und ja, so begibt er sich halt wieder in dieses Gefängnis rein und bekommt aber vom FBI auch noch so den Auftrag, dort gewisse Sachen auszuspionieren, weil angeblich soll in diesem Gefängnis auch Drogenhandel stattfinden, was von draußen reinkommt und ja, aber in dem Gefängnis ist das alles auch nicht so ganz so einfach wie gedacht, weil es ist zwar der Knast, wo er schon lange eingesessen hat vorher, aber es hat sich doch einiges geändert und er muss da erstmal wieder Fuß fassen und wie man das so aus solchen Knastfilmen kennt, da gibt es dann so Gangs und muss er erstmal wieder hier ja, Respekt verschaffen und so weiter. Und für den Chris, Ana de Armas hat eine Nebenrolle, die spielt nämlich seine Frau, die quasi auf ihn wartet. Die stellt sich auch ziemlich dämlich an im Film. Also da sagt er ihr, ja, hier komm, wenn das irgendwie schief geht oder so, dann musst du da abhauen und so. Macht sie natürlich nicht, lässt sich fangen und dann, also nur dämliche Aktion. Also das haben sie wirklich drehbuchmäßig, haben sie ihr da keinen Gefallen getan, also warum sie da die Rolle überhaupt angenommen hat, habe ich mich ernsthaft gefragt zeitweise. Also puh, das war jetzt nicht gerade. Und ansonsten würde ich sagen, einfach ein beinharter, geradliniger Actionfilm. Der wäre früher irgendwie so direct to Video oder DVD rausgekommen, irgendwie so im Videothek, so in der im mittleren Regal irgendwo gelandet und hätte da im Videothek bestimmt so seinen Erfolg gefeiert. Aber ja, so nichts Besonderes halt, ne? Clive Owen ist auch noch mit dabei, stimmt. Hab ich ganz vergessen. Aber, ja, Clive Owen, sehr cool auch. Aber Rosamund Pike. Nee, wirklich überhaupt nichts Besonderes. Also ich war echt so ein bisschen enttäuscht. Also am Ende. Also ich habe ja zuerst mal gehofft, dass die Rolle von Ana de Armas vielleicht besser in Szene gesetzt ist, aber das war einfach nur teilweise, ja, also die hat echt jetzt auch doofe Rolle da bekommen. Viel zu wenig Ana de Armas. Das auch noch so. Ja, da huste man mal ins Mikro. Ich habe mich extra gemutet hier. Rosamund Pike hast du nicht erwähnt. Oder hast du erwähnt? Habe ich vorhin kurz gesagt, aber hast du wahrscheinlich nicht gehört. Ja, die hat da viel mehr Sendezeit bekommen. Verstehe ich allerdings auch nicht so ganz wie. Also ich fand es jetzt, ja, wie du gesagt hast, Direct to DVD wäre wahrscheinlich kein Fehler gewesen. Mir hat es an allen Ecken und Enden so ein bisschen gefehlt und das konnte leider auch Ana de Armas dann nicht wirklich retten, weil zu wenig Screentime und dann so als kleines blondes Dummchen dargestellt. Boah, und das Schlimme ist, das habe ich ja noch nicht mal abgenommen, dass sie so doof ist. Das ist doch viel schlimmer. Das wäre so in 90ern so ein Film gewesen mit Hauptrolle Dolph Lundgren oder irgendwie so in der Art. So, ja, so ein halt. Es hat ja erstmal ewig gedauert, bis der dann überhaupt in den Knast gekommen ist und dann ging es ja da nochmal los. Ja, war auch zu lang, der Film. Irgendwie fast 2 Stunden, glaube ich. Ja, das auch. Ja, also. Ja, und warum. Come on, schon wieder mit. Ach ja, stimmt, come on. come on. Ja, stimmt, den habe ich ganz vergessen. Ja, der hat den Polizisten gespielt, der da irgendwie doch ein bisschen hilfreich war nachher. Come on.
Wobei man sagen muss, der war noch halbwegs so mit fast mit das Beste in dem Film. Ja, aber ganz ehrlich, habe ich nicht ganz wirklich verstanden. Aber ehrlich, wenn Come On schon das Beste in dem Film sagt, schon alles. Ja, aber ich meine, er hat ja einen Oscar schon gewonnen, der gute Come On, ne? Für? 2015. Best Achievement in Music Written for Motion Pictures. Original Song. Musik, okay. Ja, 2018 war er nochmal nominiert, auch für Musik. Aber nicht für Schauspieler. Nein, für Gottes Willen. Aber habe ich da auch nicht verstanden, weil Common wird gegen Ende ziemlich derbe zusammengeschossen und eine Szene später ist er komplett zusammengeflickt wieder da. Da ist so, naja. Ich möchte das bezweifeln. Was ich auch komisch fand, der Film war ja irgendwie aus Großbritannien, also Großbritannien produziert, aber es hat nicht in London, hat irgendwie in den USA gespielt, also das weiß ich auch nicht. Irgendwie hat alles nicht so richtig gepasst, aber ja. Ja, ne, es war alles so ein bisschen so, ja, hat ziemlich geknirscht. Bisschen Videotheken-Action, würde ich sagen. Gibt von mir 6 Punkte. Ich gebe ihm 5. Okay. Achso, hast du ja schon drin stehen. So, und dann kommen wir jetzt noch zu einem Film, den die Kate geguckt hat. Bin ich mal gespannt, was das überhaupt ist. Klingt nach Arte-Produktion oder so. Nee, es ist ein Drama. Den wollte ich damals schon schauen, als er ins Kino kam. Und zwar spreche ich von dem Film Der Distelfink. Worum geht's? Ein 13-jähriger Junge namens Theo Decker lebt mit seiner Mutter zusammen und die gehen ins New York Metropolitan Museum, um sich dort Gemälde und Kunst halt anzuschauen, ist ja klar. Dort wird jedoch ein Terroranschlag verübt, bei dem seine Mutter ums Leben kommt. Und Theo überlebt das Ganze und läuft dann dort auch so ein bisschen durch diese Ruinen durch, jetzt noch so ein Pfeifen im Ohr und wird dort von einem sterbenden Mann aufgehalten, der ihm seinen Ring gibt, warum weiß keiner, ein sterbender Mann halt, und ihm sagt, er müsste dieses Bild mitnehmen, unbedingt, bevor es zerstört wird oder anderweitig wegkommt. Also steckt er ein kleines Gemälde ein. 13-jähriger Junge macht sich da keinen Gedanken drum, er steckt es ein und ist sowieso noch traumatisiert von dem ganzen Drumherum und verlässt dann das Gebäude, wo auch ganz viele andere noch rausrennen und verletzt sind und so. Und dieser Anschlag und dieser Verlust seiner Mutter beherrscht seitdem sein Leben. Und egal, wo er hinkommt und egal, wo er hingeht, er nimmt immer dieses Gemälde mit sich, denn das ist gefühlt alles, was er noch hat. Ja. Er wird dann muss dann nach Las Vegas ziehen zu seinem Vater. Seine Eltern lebten getrennt. Sein Vater ist jetzt auch wieder verheiratet und dort wohnen die sehr außerhalb von Las Vegas, wo sonst kein Mensch wohnt. So eine Wohnsiedlung, wo irgendwie nur von was weiß ich, 20 Häusern nur 3 bewohnt sind. Und dort trifft er auch auf einen Freund und Gesinnten namens Boris. Und die zwei versuchen irgendwie, sich zusammenzuraufen. Sie wohnen in der gleichen Gegend, sie sind vom ähnlichen Schlag. Und er ist auch der Erste, dem er erzählt, dass seine Mutter bei diesem Anschlag gestorben ist. Und es ist ein bisschen, die nähere Geschichte ist ein bisschen seltsam. Auf jeden Fall geht es mit seinem Vater gehörig schief und Theo packt seine Sachen zusammen und rennt weg. Er will eigentlich, dass Boris mitkommt, aber der muss sich noch um was anderes kümmern und wollte eigentlich nachkommen, aber wohl tut er das nicht. Auf jeden Fall tut er alles Geld zusammen sammeln, was er im Haus findet und sich ein Zugfahrticket kaufen, um wieder zurück nach New York zu gehen, zu dem einzigen Menschen, den er dort kennt, einem Antiquitätenhändler, der ihn dort dann aufnimmt. Und dann macht der Film mit Cut und dann haben wir Theo als erwachsenen Mann, lernen wir ihn dann kennen, gespielt von Ansel Elgort. Und auch immer noch hat er dieses Gemälde bei sich. Sein ganzes Leben dreht sich mittlerweile um dieses Gemälde, um das zu beschützen. Er kommt aber auch irgendwie auch nicht auf die Idee, es dem Museum wieder zurückzugeben. Ich weiß auch nicht, wieso. Vielleicht, weil es das Letzte ist, was er mit seiner Mutter gemeinsam gemacht hat. Es wird nicht so ganz aufgeklärt.
Auf jeden Fall ist er dann in New York als erwachsener Mann. Er will eigentlich heiraten, hat sich in seine Jugendliebe, hat seine Jugendliebe wiedergefunden. Worauf der ganze Film dann hinausläuft, werde ich jetzt nicht erzählen, weil das hat natürlich mit diesem Gemälde noch zu tun. Und Boris wird auch wieder auftauchen als erwachsener junger Mann. Aber alles in allem ist es einfach eine Geschichte, die ein Trauma erzählt. Ein was in einem Jungen oder einem Teenager passiert, was ihn sein ganzes Leben lang begleitet. Nicht nur in Form dieses Bildes, was er gestohlen hat, sondern auch das ganze Trauma, was er durchgemacht hat und dass er das nach 15 Jahren oder so immer noch nicht verarbeitet hat. Es klingt ziemlich düster, was ich jetzt erzähle, aber der Film ist gar nicht so düster. Er ist relativ fröhlich und hell erzählt. Er ist sehr lang, der Film. Er geht 2 Stunden 30. Merkt man dem Film aber an sich nicht an. Ja, es ist einfach ein Einblick in das Leben dieses Jungen und dem, was ihm passiert ist. Und man muss sich Zeit dafür nehmen für den Film. Man muss vielleicht auch ein bisschen in der Stimmung dazu sein, jetzt so einen langen Film zu schauen. Aber wenn man diese Zeit und diese Energie hat, dann sollte man sich den Film anschauen, weil er ist wirklich schön. Er ist wirklich gut gemacht. Er ist tolle Schauspieler. Der junge Schauspieler, der den Theo spielt, Oakes Fegley, heißt es, wird es, glaube ich, ausgesprochen, macht es super. Ich finde ihn sogar, er tut den Theo, finde ich, sogar besser darstellen als dann die erwachsene Version mit Ansel Elgort. Wenn man die Zeit und die Energie und mal Lust auf ein bisschen, jetzt nicht viel gut Movie hat, aber jetzt auch nicht total depressiv nach dem Film sein will, dann kann man sich den durchaus mal anschauen und sollte man vielleicht auch sogar. Ich gebe ihm 9 von 10 Punkten. Wo kann man den gerade gucken? Auf Sky. Ach so, okay. Ja. Habe ich gerade mal auf Just Watch geschaut gehabt hier und da gibt es tatsächlich einen Film, der gerade gefeatured wird, der neu auf Netflix oder irgendwie ist, der heißt Smallfoot. Ein eisigartiges Abenteuer. Ja. Inhalt, der junge Miko ist ein aufgeweckter, ehrlicher, treuer Yeti, der sein Herz am rechten Fleck trägt. Er hat immer geglaubt, also gibt es anscheinend 2 Yeti-Animationsfilme. Ja, Smallfoot ist aber bekannt. Smallfoot, ein eisigartiges Abenteuer, deutscher Zusatztitel. Ja, aber da redet der Mini-Yeti auch selber. Ach so, okay. Ja. Das ist also quasi eine Yeti-Gesellschaft, die feststellt, oh mein Gott, Menschen gibt es wirklich. Also quasi das umgedrehte Pendant zu Bigfoot, Smallfoot. Den kennst du auch schon. Nee, ich habe ihn nicht gesehen, aber im Kino stand ein riesen Aufsteller. Kannst du auch noch gucken. Kannst du deine Yeti, kannst du Yeti komplett gucken. Dann guckst du noch die Reinhold-Messner-Doku. Ich möchte übrigens noch erwähnen, dass dieser Film, also der Distelfink, nicht der Yeti-Film, auf dem gleichnamigen Pulitzer-Preis ausgezeichneten Roman von Donna Tartt aus dem Jahr 2013 beruht. Goldfinch. The Goldfinch. Genau. Und der Macher von dem Film, John Crowley, der hat zum Beispiel auch Brooklyn gemacht. Eine Liebe zwischen zwei Welten. Hatten wir nicht in der Sneak? Was ich Brooklyn? War doch irgend sowas. Lange her. So, dann sind wir ja durch mit den Filmen für heute. Gibt es eigentlich jetzt schon wieder Neustarts, so Kino-Neustarts? Sind wir nicht vorbereitet, aber vielleicht ab nächste Woche machen wir dann. Jetzt gucken wir dann erstmal so in die Rätselecke rein. Ich hoffe mal, der Chris hat jetzt mittlerweile was gefunden. Der Chris hat was, ja, natürlich. Cool. Rätselecke. Steht ja auch da, hab was. Obwohl, das stand vorher auch schon da, oder? Ja, es hat irgendjemand halt reingeschrieben. Copy and paste. Ja, so macht man das ja. Okay, ich würde euch gerne mitnehmen in die 80er Jahre. Ah, sehr gut. Weil da habe ich einen Vorteil. Da gab es einen sehr, sehr coolen Film mit dem schönen Namen Ghostbusters. Yay! Ghostbusters! Ja, who you gonna call? So, und bei den Ghostbusters folgende Situation. Das Geräusch der Blaster, aus welchen Sounds ist das zusammengesetzt? Welche Tiere sind das? Ja, genau. Ja. Ich will dich ja nicht wieder ganz zur Verzweiflung bringen. Nein, aber wir alle wissen ja, dass Sigourney Weaver auch mitgespielt hat in Ghostbusters. Und ich würde jetzt gerne von euch beiden wissen, was tat Sigourney Weaver, um die Rolle der Dana Barrett in Ghostbusters zu bekommen?
Erik, weißt du's? Wer fängt denn an? Nee, ich weiß nicht. Gut. Fang du mal an. Ist mir egal, wer anfängt. Und wenn, dann hätte ich es jetzt nicht gesagt. wer darf anfangen? Du. Ach so, hat sie das während ein Casting gemacht? Ja. Hat sie sich als Geist verkleidet? Nein. Ich bin eigentlich noch dran, aber... Ja, aber du sagst ja nichts. Hab gerade noch überlegt. Genau, spielte irgendeine Verkleidung eine Rolle? Nein. Nein, jetzt bist du dran. Kannst du mal fragen mit dem Geist, bin ich wieder dran. Nein. 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 Oh Gott, was könnte sie denn gemacht haben? Hat sie gesungen? Nein. Oh, schade. War es eine körperliche Performance? Ja. Hat sie sich ausgezogen? Nein. Weiß ja nicht, 80er Jahre, je nachdem, wer der Produzent war. Sigourney Weaver, hallo, 80er Jahre, ist Sigourney Weaver. Warte mal, Kostüme war Star? Ja nein, die Aussage. Hat sie einen Ausdruckstanz hingelegt? Nein. Interessante Idee, aber. Also, es war während ein Casting, irgendwas Körperliches. Hat es irgendeine Relevanz im Film? Also taucht das im Film dann auch mal auf? Ja. War es was Sportliches? Nein. Ich habe aber kurz überlegen müssen, aber nein. Ich glaube, ich muss euch mal einen Tipp geben. Ja, ich gebe euch mal einen Tipp. Und zwar der Tipp ist... Jetzt, wo die Kate dran ist, gibst du einen Tipp. Ich frage ja auch nach einem Tipp. Ja, Schmu hier. Nee, mach. Der Tipp ist, sie hat nicht eine Zeile aus dem Skript gelesen. Oh, sie hat eine Impro hingelegt. Ich möchte lösen. Ja. Ach so. Und sie hat... Aber jetzt, was hat sie getan? Die Frage ist ja, was hat sie ein Impro? Sie hat so getan, als wäre sie Geisterjägerin und hat eine komplette Szene improvisiert. Als würde sie jetzt einen Geist jagen. Nein. Sie hat Pantomime gemacht. Nein. Nein. Ah, oh, verdammt. Aber sie hat improvisiert. Ja. Aber sie hat... Also, und es kommt nachher im Film vor. Ja, mehr oder weniger, ja. Hat sie geweint? Nein. Aus dem Stand losgeweint? Nein, okay. Sie hat keine Zeile aus dem Skript verwendet. Hat sie... Ja. Waren das irgendwelche Laute? Irgendwie geschrien oder... Schreie? Jein, ja, teilweise. Oh Gott, das hilft jetzt auch nicht weiter. Na doch, es war ja kein Nein. Also es ist kein Nein, also es ist eher ein Ja. Hat sie eher den Geist gespielt, oder was? Ha, nee. Nicht den Geist. Aber sie hat auch keinen Geisterjäger gespielt. Also mit Geist meine ich jetzt nicht nur Slimer, sondern auch hier den Muffin-Mann oder wie der heißt und alles. Ne, hier. Muffin-Mann? Marshmallow-Mann hier. Den Marshmallow-Mann. Wer kennt nicht den berühmten Muffin-Mann Marshmallow-Mann. Der Muffin-Mann. Der ist von Shrek. Marshmallow-Mann. Nee, das ist auch falsch. Kein Muffin-Mann. Wo spielt der Muffin-Mann? So, wo sind wir jetzt? Was war jetzt die Frage, Kate? Was hast du zuletzt gefragt?
Ob sie improvisiert hat. Das hat man auch schon. Ja, sie hat improvisiert. Ja. Das wissen wir ja schon. Das war das, ja. Na gut, dann bist du ja nochmal dran, wenn du jetzt. Ja, du hast doch zwischenzeitlich gefragt. Es ist wurscht, wer dran ist. Ihr erratet es eh nicht, wenn es so. Also, sie hat nicht gesungen, sie hat nicht getanzt, sie hat keinen Geist gespielt und auch keinen Ghostbuster selber. Also, sie hat keinen Ghostbuster gespielt und keinen Geist gespielt. Aber es gibt ja noch eine dritte Möglichkeit. Hä? Weil es hat ja auch Verwendung im Film gefunden. Slimer. Sie hat Slimer gespielt. Nein, sie hat nicht Slimer gespielt. Aber hat sie eine andere Figur aus der Monsterfigur gespielt, die sie da fangen ja. müssen? Und es war auch nicht der Marshmallow-Mann. Nein, das war nicht der Marshmallow-Mann. Wen hat sie denn dann gespielt? Irgend so eine alte Hexe, Zaubererin Nein. oder so? Alter. Ich meine, wir haben jetzt, dass es kein Geist war, ja? Okay, also sie ja. kann keinen Geist spielen, sie hat keine. Also sie hat einen Mensch gespielt. Ja, das schon eher. Und was ist mit dem Menschen wohl passiert? Der ist gestorben. Der hat einen Sterbenden gespielt. Nein. Nein. Oh. Was passiert denn auch in Ghostbusters? Na, das passiert ja auch Geister. Im Film. Ja. Mit ihr. Passiert das mit ihr in dem Film? Ja. Spielt sie eine Besessene? Ah, jetzt kommen wir dem Ganzen schon näher. Sie spielt, hat eine Impro von einem von Geist besessene Person gespielt. Ja, aber wie hat sie das gemacht? Das will ich noch wissen. Sie hat sich weiße Kontaktlinsen reingemacht. Nein. Chris hat gesagt, Kostüm gab's keins. Ach so. Ja. Wie hat sie das gemacht? Ja, das muss ja jemand hier sagen. Also sonst ist sie hat plötzlich mit zwei verschiedenen Stimmen gesprochen. Nein. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Eigentlich sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich schon lange hätte lösen müssen, weil ihr zu oft Dein gesagt habt und mein Schweinchen hier mit 5 Euro voll ist. Ja, dann löst mal auf. Ich glaube, wir kriegen es nicht raus. Nee, ich kriegen es nicht raus. Nee. Also Sigourney Weaver ist zum Casting rein. Kam rein, elegant gekleidet, groß und natürlich, ja, Sigourney Weaver halt. Und hat gemeint, alles klar, wenn sie findet, dass Dana Barrett, die Rolle, für die sie vorgesprochen hat, wenn die besessen ist, dann sollte sie sich selbst wie ein Hund verhalten und in eine Art Hund verwandeln. Sprich, sie ging runter auf alle Viere, ist auf den Kaffeetisch hoch und hat angefangen, wie ein Hund zu heulen. Und das hat Reitman und sowas alle so fasziniert, dass er sofort die Rolle hatte. Okay. Wie bescheuert. Dass Leute alle das so eine Rolle machen. Ich will mal ganz kurz gucken, wann das zeitlich einzuordnen ist, Ghostbusters. Sie war doch schon erfolgreich, oder? Also 84. Das kann doch nicht der Auslöser gewesen sein, sie dazu für das Casting. Gab es da andere, die da vorgesehen waren für die Rolle? Also ich glaube, das war doch vorher schon, oder? War doch klar, dass die Rolle kriegt. Nee. Ha. Ich weiß es nicht. Aber ich war ja eigentlich mit meiner letzten Lösung am nächsten dran. Sie war ein gefragt hast, ob sie Geist Impro gemacht hat. Ach so. Nein, dass sie vom Geist besessen. Das stimmt, Geist das war relativ nah dran, stimmt eigentlich. Ja, also habe ich gewonnen. Aber ich finde eher, dass der Erik mal wieder dürfte. Hä? Okay, na gut. Also muss ich sein, aber. Und Alien 1 war 1979. 79 war das, ja. Also sie war doch schon eigentlich erfolgreich. Und wenn die da mit so einem Film assoziiert wird, da sind die doch eigentlich als Regisseure doch froh, wenn ja, aber die ganze Alien-Sache ging ja danach erst noch weiter. 86 mit die Rückkehr, dann Alien 3, 92. Ja, aber Alien 1 war schon ziemlich erfolgreich damals. Was kam da noch so? Oh, der riesen, das war ein unglaublich schweres Rätsel hier. Riesenlang. Ja, es war echt nicht ohne, ja. Sehr, sehr spezielles Wissen. Was gab's da? 84. Ja, es war eigentlich, da war 79, war Alien, genau. Dann der Augenzeuge. Sagt mir gar nichts, der Film. Wie heißt denn der im Original? Von Peter Yates. Ach doch, habe ich schon mal gesehen. Doch, ja, habe ich sogar im Kino gesehen damals. Ein Jahr in der Hölle. Was ist das? Von Peter Weir, ein junger australischer Reporter,
versuchte, okay. Ach, in Indonesien, doch, ja, die kenne ich auch. Mhm. Und dann kam auch schon Ghost. Ja, stimmt, okay, also da war sie eher so, noch nicht ganz so der Riesenstar, glaube ich. Hm. Okay. Ja. Also musste sie doch noch für die Rolle ein bisschen kämpfen, ja, stimmt. Okay, interessantes Zusatzwissen hier beim KinoCast. Habt ihr was gelernt, liebe Hörer? Und dann machen wir doch mal weiter mit den Musiktipps, wenn ich hier den Jingle finde. Oder auch nicht. Denkt ihn, ach, hier ist er. Music. Nicht mehr die falsche Taste drücken hier, die sind immer noch unbeschriftet. So, bei der Cage steht noch gar nichts drin. Wollen wir dir noch ein bisschen Zeit geben, oder? Ja, ein bisschen vielleicht. Okay, dann Chris, was ist, sind das die Chipmunks oder diese? Nein, ich glaube, inzwischen heißt, nennt er sich auch nur noch Chip. Das kann nämlich sein. Also ganz viel früher hieß er Chipmunk. Ich habe von Chip featuring Esme Dangerous Until You Were Gone. Weil ich da, das ist einer der Hits von vor 10 Jahren ist es jetzt her, wo ich meinen Roadtrip durch die USA hatte. Und das lief auch im Radio die ganze Zeit hoch und runter. Und da kam ich diese Woche wieder drauf, weil ab und zu mal wirklich wieder so ein paar Songs auch liefen von da. Und da habe ich gedacht, oh, kann ich wieder reinhören und bin darüber wieder gestolpert. Schöne Erinnerungen wieder geweckt. Deswegen Chipmunk featuring Esme Dangerous Until You Were Gone. Hattet ihr da CDs mit oder war das wirklich Radio? Das war Radio. Och, wir hatten da im Radio, wenn man da ein bisschen aus diesen großen Städten raus war, da waren nur so Country-Sender und dann war noch so, wo die ganze Zeit so gepredigt haben. Satellitenradio oder sowas. Ach so, wow. Also, wo die dann so gepredigt haben die ganze Zeit, weißt du, so, oh, also wenn man ein bisschen draußen war, deswegen musste man mal CDs mitnehmen. Ja, damals noch CDs, heutzutage. 2010 doch nicht mehr. Ja. Okay, steht immer noch nichts, dann mache ich erstmal meins. Ich habe eins entdeckt hier von Curse, den mag ich ja sehr. Der hat mit Germany, ich wusste gar nicht, dass das irgendwie ein Rapper ist, Germany featuring Curse, den Song Einmal. Ich habe den bis jetzt nur auf YouTube gefunden, habe noch gar nicht gesucht, ob der auf Spotify ist. Hoffentlich ist er da, dann werde ich den mit reinnehmen in unsere Playlist. Sehr cooler Song, finde ich, kann man mal anhören. Dokadion kenne ich. Ja, Kenny Clarkson. Since You've Been Gone. Ja, den kenne ich. Since You've Been Gone! So, dann sind wir ja schon durch für heute. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen, liebe Hörer. Lasst einen Kommentar da. Erzählt uns, dass es hier weitergeht. Erzählt allen, dass es hier weitergeht mit dem KinoCast, mit neuen Filmen hier. Gypsy Queen diese Woche. Mal gucken, was nächste Woche in das Sneak Preview kommt. Alle anderen, die sonst so in die Sneak Previews gehen, die ganzen Sneakports und Leinwandperlen so, könnt euch ja mal melden, ob es bei euch auch weitergeht. Ich habe gesehen, manche, die sprechen immer noch über irgendwelche Netflix-Sachen oder so. Da geht es anscheinend noch nicht weiter. Ja, meldet euch mal. Ansonsten vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Bis dann. Tschüss. Bis bald im KinoCast.